Ja, heute ist auf jeden Fall nicht der Tag für ein fröhliches und heiteres Intro. Denn manchmal laufen die Dinge einfach nicht so wie gewollt. Ich stehe nun hier und versuche dieses Video einigermaßen vernünftig fortzuführen. Aber es fällt mir schwer. Denn ich bin traurig, ich bin verzweifelt und einfach durcheinander. Ja, denn im Leben eines Höhenfreundes kommt es in regelmäßigen Abständen zu einer Zeit, ich nenne es mal vorsichtig, die Höhlendepression. Und die von euch, die den Kanal hier schon länger verfolgen, die wissen genau, was jetzt kommt. So, heute ist der 27. September. Wisst ihr eigentlich, was das heißt? Das heißt, in ein paar Tagen ist Oktober. Oktober, das heißt Sperrzeit. Die Fledermaus hat vermehrt Bock auf Ruhe und zieht sich in die Löcher zurück, durch die ich in den warmen Monaten meinen Hintern quetsche. Ja, und was heißt das nun für mich? Naja, ich muss halt draußen warten. Bis ins Frühjahr rein. Und da lässt die Fledermaus auch nicht mit sich reden. Da ist die einfach stur. Die olle Maus. Also bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als ein letztes Mal für dieses Jahr in so ein Loch zu kriechen und es in vollen Zügen zu genießen. Na dann, rein in das Loch. So, aber vorher werfe ich mich noch schnell in mein Höhlengewand. Ja, so muss das aussehen. Okay, ich bin auf dem Weg. Und auch wenn es ziemlich komisch klingt, hier in der Gegend gibt es ein Loch, mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Aber gewaltig. Denn seit knapp 2 Jahren mache ich jetzt diese Höhlenkrise rein hier. Und man muss natürlich sagen, ich habe jetzt rein körperlich nicht die perfekten Voraussetzungen dafür, da ich die meiste Zeit irgendwas nahe den 100 Kilogramm wiege, relativ groß bin und die Löcher meistens eher relativ klein sind. Daher gibt es bisher in meiner gesamten Höhenlaufbahn, ich müsste jetzt lügen, ich könnte mich jetzt an 4 oder 5 Löcher erinnern, durch die ich nicht reingepasst habe. Und eins davon steuern wir jetzt direkt an. Da habe ich tatsächlich schon 2-mal versucht und bin 2-mal nicht durchgekommen. Seit dem letzten Versuch wiege ich aber wieder 2 Kilo weniger. Daher schauen wir auch direkt mal, ob es genau die 2 Kilo ausmachen. Das einzige Schwierige heute ist, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich dann noch Spätdienst habe. Und die Höhle, in die wir jetzt gehen, manche von euch werden sie schon von einem anderen Video kennen, ist so eine typische Höhle, in der halt auch mal Höhenführungen stattfinden. Weil die halt einfach wirklich gut für Anfänger geeignet ist. Aber es ist mitten in der Woche, 10 Uhr, es sind keine Ferien und es ist auch kein Feiertag. Deswegen hoffe ich, der Höhlengott spielt mir in die Karten und lässt mir dort freie Bahn. Und für den Fall, dass dort jetzt doch so eine Tour stattfindet, dann schiebe ich die einfach alle raus. So, und genau hier unter mir befindet sich der heutige Gegner. Aber rein geht's da. Seht ihr es? Da ist schon der erste Kollege. Fliegt mir fast ins Gesicht. Man hat oft Angst, dass die einem ins Gesicht fliegen, aber eigentlich kriegen die das super gut hin. Fledermäuse sind da echt mega die Künstler. Habt ihr gesehen? Direkt vor der Kamera. Ich kann sie schon fast schmecken. 20 cm vor meinem Gesicht, aber sie dreht immer wieder weg. Ich bin auch null hier, um die zu stressen. Ich mache ganz entspannt. Leuchte sie weder an, noch fasse ich sie an oder irgendwas dergleichen. Aber jetzt genug gequatscht. Die letzte Tour für dieses Jahr. Und da sind wir. Ein Eingang und noch ein Eingang. Und genau hier machen wir rein. Hallo? Okay, bisher scheint niemand hier zu sein. So, da sind wir. So, ich mache nochmal einen kurzen kleinen Rundgang. Also eigentlich geht es jetzt gleich da runter. Wir wollen aber erstmal kurz nochmal hier rüber
und uns den großen Raum anschauen. So, hier ist ein Raum. Oh, flattert schon wieder eine Fledermaus rum. Mach mal das Licht kurz weg. Ja, sehr gut. Bin gleich wieder weg, mein Freund. Ja, die letzten Tage der Höhlensaison sind angebrochen. Umso kälter es wird, umso mehr ziehen sich die Fledermäuse dann nach und nach hierhin zurück. Was bedeutet, dass wir leider draußen bleiben müssen. Deswegen wollte ich heute gerne nochmal eine Tour machen und mich versuchen, nochmal durch dieses kleine Mistloch zu quetschen, durch das ich bisher nicht durchgepasst habe. Und momentan bin ich auch alleine hier in der Höhle. Draußen rennen zwar schon wieder einige Leute rum, aber die meisten wissen gar nicht, dass es hier unter die Erde geht. Deswegen hoffe ich, es bleibt für heute auch so. Da hinten ist auch ein super enges Loch, durch das ich mich auch schon gequetscht habe. Aber leider auch nicht ganz bis zum Schluss. Da passen am Ende nur noch Kinder rein. Hier sieht man nochmal schöne Ablagerungen. Oder eine Art Pilz oder irgendwas. Damit kenne ich mich gar nicht aus. Hier in den Höhen hat man meistens viel oder häufig Leuchtmoos. Das sieht man an den Decken. Zum Beispiel hier oben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt mit dem Licht, aber theoretisch leuchtet das halt relativ fein. Entweder silbern oder Gold. In den letzten Höhen, die ich so gezeigt habe, da hat man ja oft eher Versinderungen und Tropfsteine. Das gibt es hier gar nicht, weil das alles so, ich sag mal, Trümmer-Versturzhöhen sind. Ja? Die sind halt zum größten Teil dadurch entstanden, dass halt irgendwann vor vielen, vielen Jahren mal ein Fels zusammengebrochen ist und ja, sich dann sowas hier dadurch quasi entwickelt hat. Ja. Und Tropfsteinhöhlen im Gegensatz entstehen ja eher durch, ich sag mal, durch Auswaschungen des kalkhaltigen Bodens durch das Oberflächenwasser. So, gequatscht haben wir jetzt genug. Jetzt geht's rein ins erste Loch. So, und genau da unten geht's jetzt rein. Ich denke, viele von euch werden die Stelle schon kennen. So, da hinten kann man schon ganz gut erkennen, dass es enger wird. Das ist aber noch nicht die Stelle, durch die ich bisher noch nie durchgepasst habe. Aber wir müssen genau hier lang, um zu dieser besagten Stelle zu kommen. Da sind wir im ersten und in einem der letzten engen Gänge für dieses Jahr. Wobei, ich hoffe ja dennoch, dass ich irgendwie eine Alternative finde für die Winterzeit. Letztes Jahr habe ich ja viel mich in so alten verlassenen Bunkern rumgetrieben. War auch unter der Erde, war aber wenig mit Kriechen und engen Gängen. Es gibt dennoch auch Höhlen, die man auch in der Winterzeit betreten kann. Das sind aber dann eher meistens so Wasserhöhlen oder das ist halt natürlich dann auch so eine Temperaturfrage im Winter. Ja, beziehungsweise gibt es sicherlich auch noch andere ähnliche Möglichkeiten. Mir würden da dank Leon und Taco direkt die Katakomben von Paris einfallen. Falls ihr noch irgendwelche Anregungen habt, die ähnlich sind zu diesen Höhlenkriechereien, dann könntet ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht suche ich mir was Cooles raus und greife dann da direkt im Winter mal an. So, Freunde der Sonne, den Raum zeige ich euch natürlich auch noch mal kurz. Der wird tatsächlich der Fledermausraum genannt, aber ich war schon so oft hier, ich habe hier drin noch nie eine einzige Fledermaus gesehen. Von daher, ja, kleiner gemütlicher Raum, kann man sich ein bisschen hinsetzen hier. Und ich würde sagen, wir halten uns hier gar nicht so lange auf und machen direkt zu der Stelle, um die es heute eigentlich geht. Genau da müssen wir jetzt weiter. Die Tasche werfen wir schon mal rüber. Okay, er hat es ordentlich reingetropft und genau da hinten, da ist der Gegner. Das ist der Endgegner für heute. So Leute, ich zeige es euch direkt mal. Da, dieses dreieckige Ding, das ist der Spalt, durch den ich gerne möchte. Das ist der Spalt, an dem ich schon zweimal gescheitert bin. Und das ist der Spalt, der jetzt bezwungen wird. Also hoffe ich. Ich bin jetzt gerade nur noch am Überlegen, wie ich das mache. Also hier,
Hier ist die Besonderheit, dass man sich beim Reinkriechen leicht eindrehen muss. Man sieht, die Kante bietet ein bisschen mehr Platz und Spielraum als die. Sprich, ich müsste wahrscheinlich so rein, dass meine linke Schulter unten ist, meine rechte Schulter oben. Dann versuche ich mich wahrscheinlich nach links reinzudrehen und hoffe, dass das passt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da reinpasse. Ich sag ganz ehrlich, das ist definitiv nicht ohne, das ist schon sehr eng. Ich habe aber einmal einen Typen hier rauskommen sehen, der war relativ korpulent, hat aber halt nicht so breite Schultern gehabt, denn sein Rücken war komplett zerkratzt, aber er hat es trotzdem geschafft, seinen Bauch hier durchzuschieben. Deswegen glaube ich, dass ich auch hier durchkomme. Bei mir scheitert es halt meistens an den Schultern. So, das ist meistens das Problem. Aber mit der richtigen Technik und einer optimalen kleinen Drehung, ja, müsste es eigentlich gehen. Ich möchte gern mit einem Erfolgserlebnis aus dieser Saison herausgehen. Ja, gehen wir es einfach an, oder? So, vorher werfe ich mir aber noch mein Königsgewand über, denn das ist langärmlich. Ich habe einfach die Hoffnung, dass es da besser flutscht. Mütze lasse ich in der Tasche. Ja. Und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ich bin tatsächlich ein wenig aufgeregt. Das habe ich selten. Wie gesagt, dritter Versuch. Alle guten Dinge sind drei. Also kann ja wirklich eigentlich gar nichts schief gehen. Los geht's. Rein in das Ding. Okay, ich habe meine Taktik nochmal geändert. Ich mache es genau so, wie ich gesagt habe, mit den Schultern, nur um 180 Grad gedreht. Damit mein Booty hier in die Ecke reinpasst. Genauso machen wir das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh. So, durchatmen. Kann eigentlich nur geil werden. Okay, Beine sind drin. Das war der einfache Part. Jetzt wird es gleich schwierig. Echt schwer, hier die Kamera so zu platzieren, dass ihr viel seht. Und dass ich dann noch an die Kamera rankomme. Nimmt es mir nicht übel, aber ich gebe mein Bestes. So, jetzt versuche ich die Arme hochzunehmen, mich hier so reinzulegen. Und dann hoffe ich, dass es... Oh, fuck. Ja, genau so sieht es aus. Ja, jetzt versuche ich meine... Okay, 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 okay. Okay. Oh, ich habe Boden unter den Füßen. Okay, es könnte klappen. Es könnte klappen, Leute. Ja, Mann. Oh ja, oh ja. Ja, ich hab's geschafft. 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 Ja, Mann, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Das dritte Mal, der dritte Versuch, geil. Und es ging eigentlich sogar relativ einfach. Oh, ich war das letzte Mal, Corinna, wenn du das Video siehst, du wirst dich daran erinnern, ich habe mit Corinna hier drin gehangen. Ich hing bestimmt 10 Minuten in diesem Scheißloch drin und habe mir gedacht, wie zur Hölle soll das gehen? So dick bin ich doch gar nicht. Aber es hat geklappt und es ging jetzt relativ schnell. Oh, das zeigt wieder, Technik ist alles. Arme hoch, ordentlich reindrehen. Geiler Scheiß, geiler Scheiß. Yeah, Mann. So, und für die Leute, die sich da noch nicht so auskennen und vielleicht heute auch das erste Mal so ein Video hier sehen, in dem Höhengebiet, in dem ich mich gerade befinde, gibt es in vielen Höhen Höhenbücher. Wie es zum Beispiel auch für Klettersteiger gibt oder ähnlich wie beim Geocache, nehme ich mal an. Die kann man sich nach einer erfolgreichen Bekriechung dann nehmen. Und sein Signum reinsetzen. Schauen wir gleich mal, wann die letzte Person hier war. Am 24.09. Also quasi vor 3 Tagen. Und wahrscheinlich werde ich vielleicht aber auch nicht der letzte für dieses Jahr sein. Wer weiß. Sind ja noch 3-4 Tage bis Oktober Anfang. Ron Hernandez. So, ich habe mich verewigt. Jetzt packen wir das Ding wieder ein.
Es gibt nichts Schlimmeres als Höhlenbücher, die nicht vernünftig eingepackt sind. Denn sobald hier ein bisschen Feuchtigkeit reinkommt, schimmeln dir die Dinger weg und du kannst das Ding eigentlich wegschmeißen. Ich bin gerade ein wenig stolz auf mich. Darf man das sagen? Ah, ich denke schon. Ich hoffe, man konnte auf der Kamera einigermaßen sehen, wie ich mich da durchgequetscht habe. Wenn man alleine filmt, ist das halt echt manchmal ziemlich schwierig. Und wir sind aber noch nicht fertig, denn es gibt noch ein Loch. Oh shit. Oh nein, da hat sich eine Spinne ein Netz gebaut davor. Das ist doch nicht eine. Oh, das mag ich ja gar nicht. Grüße gehen raus an Dominik und Fredo von Woofless TV. Die würden jetzt wieder direkt einen kurzen Anfall bekommen. Ach, Scheiße. Direkt am Ausgang hat sich einfach eine Spinne ein komplettes Netz davor gebaut. Was soll ich denn jetzt machen? Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mit den Fledermäusen hier zu überwintern. Es tut mir echt leid, aber ich muss das Netz jetzt wegmachen. Ich muss auf Arbeit, verdammt. Die Arme. Aber ich setze die jetzt woanders hin. So, wer jetzt wirklich Angst vor Spinnen hat, mal ganz kurz die nächsten 10 Sekunden skippen. Ich habe hier ein Monster entdeckt. Noch nie sowas Großes hier in der Höhle gesehen. Also, ich weiß nicht, ob es so rüberkommt. Aber die ist verdammt groß. Und die hat einfach mal einen Regenwurm gerade in der Mangel. Boah, das ist ein übelstes Viech. Moment, kurz überlegen. Ja. Okay. Ja, jetzt. Oh, ich hab's geschafft. Also wenn das nicht mal ein krönender Abschluss für diese Saison war, dann weiß ich auch nicht. Ich freue mich mega, dass ich das gepackt habe. Ey. Dritter Versuch und der hat geklappt. Und dann war es auch noch so easy. Mann, ey. Naja, nächste Höhlensaison wird definitiv wieder komplett rasiert. Dann nehme ich oder dann nehmen wir alles mit, was geht. Das kann ich versprechen. Und es haben sich auch schon einige Leute bei mir gemeldet, die das Ganze gerne mal mitmachen würden. Die musste ich jetzt leider erstmal auf nächstes Frühjahr vertrösten. Dennoch wird da einiges kommen. Falls euch noch eine Person einfällt, die ihr unbedingt mal sehen wollt in solchen engen Gängen. Und ich verspreche euch, ich jag sie wirklich durch die engsten Gänge. Das hier ist gar nichts. Das ist wirklich noch gar nichts. Dann schreibt gerne mal die Namen in die Kommentare. Ich schreibe mir das auf und dann schauen wir mal, was geht. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann drückt doch bitte einmal ganz kurz auf den Abonnieren-Button. Das Ganze ist kostenlos, hilft mir super viel. Ich mache das Ganze jetzt seit Jahren und würde mich natürlich freuen, wenn ich irgendwie dieses Jahr wenigstens noch auf die 1000 Abonnenten komme. Dennoch ist das nicht das Wichtigste für mich. Ich will Spaß an der ganzen Sache haben und freue mich dennoch über jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch. Durch die ganze Sache hier haben sich schon echt coole Kontakte entwickelt und ich bin einfach froh über euch alle. Und daher wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios. Ah.